Hallo und willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem YouTube-Kanal. Heute kurz und knapp, aber dafür was richtig Tolles für die Schönbauer. Und zwar habe ich was im Steam-Workshop gefunden vom guten User Ziehbares. Das sind zwei separate Mods. Und zwar handelt es sich dabei um Werbetafeln mit deutscher Werbung und Werbetafeln mit Schweizer Werbung. Die Links packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Da braucht ihr nicht lange suchen. Und könnt gleich schön Werbung machen. So, zu finden ist das Ganze natürlich hier unter Objektpinsel, Gelände. Und dann hier Objektpinsel und dann habt ihr hier Add Signs. Dann fangen wir mal mit der Schweizer Werbung an. Gehen hier einfach mal aufs freie Feld und platzieren das mal. Ihr habt hier die Auswahl zwischen 1 und 10. Die Höhe könnt ihr natürlich einstellen. Und die Länge, Breite und Höhe des Assets. Also wenn wir das mal nehmen, machen alles aufs Größte, dann habt ihr hier so ein großes Gieberitschild oder ABB. Ja, wir wollen uns das aber jetzt einfach mal angucken. In der kleinsten Variante, da haben wir hier ABB und Gieberit. Beide Firmen sagen wir nichts. Dann haben wir hier Daylight and Night. Audi müsste das sein. Und Bingo, gewinnen Sie täglich mit der schlauesten Nummer der Schweiz. Dann haben wir Swiss Air und TUI. Dann haben wir hier Egypt und Schwarz. Okay. Dann haben wir hier Nespresso und McDonald's. Dann haben wir die Rätische Bahn und von der SBB ein Schild. Dann Ibis Hotels und ja, zweimal Ibis Hotels, einmal in grün, einmal rot. Dann haben wir hier Europcar, Budget, Avis, Herz und Trilfi und Swiss Hotels. Die Post und weiß. Also auch nur eine Variante bei diesen. Und auf der 10 haben wir dann, ja, nochmal die Post. Ja, dann gehen wir mal über zur deutschen Werbung. Da haben wir hier einmal Bosch und Miele. Bosch und Miele kenne ich von Waschmaschinen. Dann haben wir hier einmal BMW und, was ist das? Connected, viel Connected. Telekom. Lufthansa und Kinderpingui oder Kinderschokolade. Dann haben wir Edeka und Schwarz, also auch nur eine Variante hier. Dann haben wir Sixt und was ist das? Ha, dann machen wir das einfach mal größer, vielleicht können wir es dann lesen. Was ist das für eine Automarke? Oh, da kann ich euch jetzt auch nicht behilflich sein. Das sagt mir nichts. Vielleicht weiß das ja einer von euch. So, dann haben wir Siemens und DB Schenker. Gerade DB Schenker ist natürlich auch cool. Kann man sich seine Betriebswerke, Bahnhöfe nochmal schön ausdekorieren. Dann haben wir hier Best Western Plus Hotels und wieder einmal Schwarz. Hier ist auf beiden nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Und hier auch nicht. Also haben wir hier quasi nur 7 Varianten bei der deutschen Werbung. Aber ich platziere die jetzt einfach mal alle nochmal. Einmal Bosch. Miele. So, einmal so, zack, Edeka noch, die Best Western Hotels, oh,
Das war nix. So. Und das ist doch schon, also die Auswahl, die man jetzt an Werbeschildern hat, das sind ja nur die Deutschen. Die Schweizer können wir nochmal daneben packen. Ist dann schon recht schön. Wie gesagt, Geberit und ABB. Ich war noch nie in der Schweiz. Könnt mir ja mal sagen, was das Schönes ist. Wenn ihr wisst, was es ist. Dass TUI eine Schweizer Firma ist, ja. Es ist auch keine Schweizer. Ich meine, McDonald's ist ja auch keine Schweizer Firma. Hier haben wir's. Nespresso auch nicht. So, die britische Bahn noch. Ich hatte dann nur ein bisschen Angst, dass es vielleicht irgendwelche Copyright-Probleme gibt, wenn man jetzt hier Werbung für irgendwelche Unternehmen im Spiel macht, aber habe dazu auch im Forum nachgefragt, aber ich denke mal eher nicht. Also im Forum wurde mir vom guten Tom da auch die Angst genommen. Und dann noch die Post. Und das ist doch eine schöne zusätzliche Auswahl, gerade weil man auch noch die Größe schön verändern kann, an Werbeschildern im Spiel. Ja, ladet euch das schön runter, verschönert damit eure Welt, eure Anlagen und ja. Könnt mir, wie gesagt, mal dazu schreiben, was, na, hier haben wir es. Diese Autofirma hier. Think twice, still do it. Ich weiß es nicht. Und Geberit und ABB kenne ich jetzt auch nicht. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut. Ciao.